Hallo liebe Handballfreunde und herzlich willkommen in der Reifebahn-Sporthalle zu Schwerin zum Spiel des SV Grün-Weiß-Schwerin D-Jugend 2 gegen den Plauer SV. Wir haben hier vor kurzem erst erlebt die erste Mannschaft von Grün-Weiß-Schwerin gegen den Plauer SV, die hier knapp unterlagen. Aber wir haben auch das Spiel erlebt der zweiten Mannschaft gegen die erste von Grün-Weiß-Schwerin, die hier gewann. Und nun wollen wir mal gucken, wie sich das gestaltet gegen den Tabellenführer. Und auf geht's ins Spiel Grün-Weiß. Die Jugend 2 gegen den Plauer SV. Und nun können wir ganz gut mal vergleichen, wie das aussieht. Im Gegensatz zum Spiel des Plauer SV gegen die erste Mannschaft von Grün-Weiß-Schwerin. Und da haben sie sich schön den Ball erkämpft, nachdem er eigentlich schon weg war. Und da war dann der Sprungwurf und dann war er drin. Gina Meinke mit dem 1:0 für Grün-Weiß-Schwerin. Und das war schnell gespielt. Konnte nach vorne 1:1. Während der Trainer noch eine kurze Justierung vornimmt mit der Spielerin. Und inzwischen der Konter der Plauer zum 2:1. Und der Sprungwurf geht am Tor vorbei. Und der Ball im Kreis getreten, auch wenn der Ball drin ist. Und klare Anweisung vom Trainer, die Mannschaft muss sich früher orientieren. Ganze ist zu einfach und jetzt sollen sie spielen und der unvorbereitete Sprungwurf. Dann schön rausgelegt auf Außen und deine erste Parade. Die Bewegungen bei Blau sehen besser aus am Kreis, eng gespielt, aber in den Kreis getreten. Und Gina Meinke mit dem zweiten Treffer. Sich schön die Lücke gesehen, etwas außen raus und dann war der Ball drin. Und schnell gespielt und aus einem engen Winkel den Ball doch drin, 3:2 für Blau. Und Auszeit genommen vom Schweriner Trainer. Ja.
zumindest ich erwarte nächste Saison. Also zweimal. Los geht's. So, noch einmal. Jetzt eine klare taktische Anweisung, das Spiel quasi nochmal neu eingestellt. Jetzt geht es quasi fast bei 0 los, 2-3. Steht es hier. Und der Trainer hat jetzt nochmal darauf hingewiesen, die Mannschaft von Plau deckt defensiv. Das heißt, man kann sich Zeit lassen beim Aufbau des Spiels. Und dann sollen sie das Spiel breiter machen, den Platz ausnutzen, den sie haben. Aber die Mannschaft hält sich nicht daran. Sie spielt immer noch sehr eng. Und im Gegensatz dann in der Abwehr, man muss sich schnell orientieren. Ihr wollt den Ball, ihr müsst auch entsprechend hinterher sein. Und da kam sie wieder zu spät und es gibt 7 Meter. Und der war ganz sicher verwandelt. Innenpfosten drin, 4-2 für Plau. Und Meinke bleibt da im Block hängen. Und alle waren schon umgedreht, aber natürlich nach dem Block geht der Ball ins Aus. Und von da aus gibt es dann geht es weiter mit Ballbesitz Grün bei Schwerin. Der Wurf am Tor vorbei. Und dann waren sie da. Jetzt haben sie sich den Ball mal schön geholt. Das war Fuß. Und da weiß ich nicht wohin, und das war eigentlich wieder Fuß. Es gibt einen Wurf für Grün-Weiß-Marin. Einwurf von der Ecke. Und jetzt mal schön einen Kreis gespielt und den Nachgreifer hat sie zum 3-4. Gina Meinke. Mal gucken, ob er sich jetzt ein bisschen besser stellt. Jetzt hat schön aufgepasst. Aber dann ist da auf der Außenseite wieder einer frei. Das wird schnell gespielt hier von Plau. 5-3. Meinke bleibt am Block hängen. Klare Anweisung jetzt nochmal von den Schiedsrichter an die Spielerin. Das war an sich ein guter Wurf und auch gut gehalten. Aber der Trainer sagt es immer wieder, schaut doch mal nach außen. Außen steht sie völlig frei. Schlechter Pass von der Torhüterin. Ein schlechter Pass, aber Schwerin auch quasi mit einem Mann weniger auf der Platte gewesen. Der Trainer hatte seine Gina Meinke hier auch an die Seite geholt. Jetzt wieder gestellt der Ball und sie steigt wieder hoch und der Ball übers Tor, aber im Versuch nicht schlecht. Gucken, ob sie sich jetzt defensiv gefangen haben. Aber sind jetzt dran. Und das haben sie noch schön gelöst. Die Blauen mit schnellem Spiel 6-3. Aus der Bewegung! Breites Spiel! Breit! Ausweiter!
Gelbe Karte gegen Blau. In die zweifache Torschützin. Und dann ein schlechter Pass. Und die Mannschaft muss immer noch mal aufgeweckt werden. Lässt da die Köpfe hängen nach dem schlechten Pass. Und man ist einmal einen Schritt zu spät, auch wenn jetzt Glück haben, die Torhüterin den Ball hält. In der Abwehr ist man auf Schweriner Seite immer einen Schritt zu spät. Doch, recht vorbereitet der Ball dann halb hoch. Und die Torhüterin hat dann den Ball. Und dann Blau eine Überzahl. Weil